Morgen, YouTube. Hallo, ihr Hallo. Zuschauer. Ja, der quatscht mir schon wieder voll rein, weißt du? Die komplette Aufnahme ist schon wieder versaut. Ja, nur weil du da oben stehst, heißt es nicht, dass du jetzt unbedingt nur alleine erzählen musst. Die wichtigen Leute stehen immer oben, Smunky. Das weißt du, das hast du gerade selber gesagt. Aber Ja, herzlich deswegen willkommen zum frage ich mich ja, YouTube. warum du da oben stehst. Das hast du so geplant, sei ehrlich. Ja. Gut, erstmal wieder herzlich willkommen hier auf der Hof Bergmann. Ein neuer Tag, neue Arbeit. Wir haben gestern die Tiere fertig gemacht. Wir haben einiges an Maschinen verkauft, wo wir gesagt haben, das brauchen wir nicht. Weiterhin die Umfrage. Bitte nehmt dran teil. Sagt uns, was ihr zu dem Schrebergarten denkt, was mit dem passieren soll. Ich bin der Meinung, verkaufen. Balu sagt sich eher, lasst es uns doch mit einem Autoload versuchen, das ganze Zeug zu verkaufen, denn. Ja, ich bin noch ein bisschen unentschlossen, muss ich sagen, aber ich bin mal Genau. gespannt auf eure Meinung. Sagt uns einfach, was wir machen sollen. Wir haben unseren Kredit komplett zurückgezahlt, auch wenn wir dort wieder rein müssen, um die Felder zu kaufen und den neuen Ladewagen. Ihr erinnert euch, wir wollen den Strautmann mit Siliermittel holen. Genau. Komplett zurückgezahlt haben wir. Ja, komplett zurückgezahlt. Wow. Also entweder sagen wir, okay, wir holen uns jetzt bloß den Strautmann und kein neues Feld. Dann wären wir halt wirklich kreditfrei. Aber hätten halt auch das Feld nicht. Ja, aber ein Feld Was brauchen wir. natürlich sehr schade wäre, weil die Gerste wäre halt sehr wichtig. Ja, und wir müssen neue Einnahmen generieren und es geht dann nicht nur mit neuer Feldfläche. Genau. Aber ich denke, wir müssen nicht die kompletten 200 wieder aufnehmen. Nein, Aber das wir schauen denke ich nicht. einfach mal, wenn es soweit ist. Wir schauen einfach mal, wenn es soweit ist. Wir werden ja auch wieder etwas Silage produzieren, was wir ja dann auch wieder verkaufen werden. Denke ich mal. Oh, er Das denkt wieder. ist ein Durchfahrsilo. Hier kannst du Silage produzieren. Hier kippst du quasi Gras, Heu oder Häckselgut rein. Deckst das ab und dann wird das zu Silage. Und Silage kannst du verkaufen oder als Tierfutter verwenden. Gut. Was steht jetzt ans Monkey? Die Tiere sind versorgt oder müssen wir da noch Ja, irgendwo Hand anlegen? bisschen Stroh brauchen wir noch bei den Pferden. Stroh bei den Pferden. Okay. Und dann müssen wir noch einmal die Pferde ausreiten. Vielleicht kannst du das ja diesmal übernehmen. Gut, dann machst du das Stroh und ich mach die Pferde ausreiten. Ja. Ich habe nur Ich gerade mit laufe hier nämlich dem schon wieder total Verkehr zu sinnlos kämpfen. und desorientiert über unseren Hof. So. Wie immer. Ja. Da kommen die auf. Das ist der Balu. Achso, für unsere Zuschauer, unsere Pferde, Balu, der Braune, gehört zum Smunky und Mr. Right, das ist mein Pferd. Die Namen habe nicht ich ausgesucht. Das war der Smunky. So. Ja, die nächsten Pferde darfst du benennen. Denkst du an deinen Cowboyhut zum Reiten? Nee, Oder einen mir zu Reithelm? kalt, meine armen Ohren. Mi, mi, mi. Nicht, dass du Aha, noch eine Männergrippe bekommst. genau, 1000 Grad Fieber, ihr wisst, ne? Was ich auch total schön fänden würde, wenn wir uns die Pferdeweide kaufen könnten. Die kostet 30.000. Damit die Pferde nicht immer in ihrer Box stehen müssen. Ja. Aber Pferde bringen uns jetzt erstmal nicht so viel ein, ne? Ach, jetzt hör auf zu jammern. Lass uns den Schrebergarten verkaufen und dafür die Pferdeweide kaufen. Nein. Dann können wir jeden Tag die Pferde in den Schre in die Pferdeweide ausreiten, dort ein bisschen hin und her hothühn. Und abends, wenn wir alles Liebe wieder. YouTube-Gemeinde, was haltet ihr davon, wenn wir einfach mal den Bishop Potter ignorieren und unser eigenes Ding machen? Ich finde das gut. Ja. Was du nicht alles gut findest. Ah. So, auslagern. Lagerst du schon wieder aus? Deine Intelligenz.
Was nicht da ist, kann man nicht auslagern. Ah, so schlimm bist du nicht, so schlimm ist es nicht. Das Monkey macht dich nicht schlechter, als du bist. Nee, ich habe tatsächlich einen Strohballen ausgelagert und versuche ja gerade mal mit dem Johnny Frontlader plötzlich schon mal Whisky saufen in den Pferdestall reinzufahren. Mal gucken, ob das funktioniert. YouTube, ihr seht, das Springen ist nicht so meine Welt. Ja, das Timing, das stimmt noch nicht so ganz, ne? Machst du schon wieder mit deinem Pferd? Was, Pferde? Weil du hier schon wieder drinnen stehst. Ja, ich habe da schon Strohballen da reingeworfen. Ja, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. So. Dann bringen wir mal den Traktor zurück. Ich glaube, dann sind wir durch mit den Tieren. Dann sind die alle versorgt. Dann bist du ein hässlicher Kunde, ne? Außer unser Schwein, das muss gleich noch ein bisschen Futter kriegen. Was willst du denn haben? Kohlrouladen, bitte, danke. Kohlrouladen für Schwein, okay. Piep, 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 oh. Was war das jetzt denn? Der Rückfahrsensor beep, vom Pferd? Piep, oder? Piep, ja. Piep, piep. Ach Leute, das ist heute eine gefährliche Kombination. Ich sollte einfach weniger saufen. Machst du das? Regelmäßig. Natürlich nur Wasser. Ja, ja, natürlich. Traubensaft. Und Ziegenmilch. Ziegenmilch. So, dann. Mein Pferd hat heute garantiert Kopfschmerzen. So, wie das mit dem Kopf irgendwo ranrammelt. Arme Pferd. Kann das Pferd eigentlich auch eine Ibuprofen kriegen? Nein. Steh nicht. So, ja, unsere Tiere sind tatsächlich alle versorgt. Dann schaue ich mal in unsere Produktionen rein, aber da haben wir letztendlich bisher nur Käse und Butter laufen, oder? Wenn du das nicht weißt, als unser Produktionsleiter. Käse und Butter. Und ja, natürlich die Beete aus dem Schrebergarten. Aber auch die sind vom Wasser her noch voll befüllt. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so, das weißt du, glaube ich, noch gar nicht. Wenn es regnet, hier auf der Karte, bekommt automatisch Wasser bei den Beeten rein, im Schrebergarten. Muss ihn nicht mehr gießen. Sollte öfteres regnen. So, das Pferd steht drin. Bin begeistert. Ja, und dann haben wir, glaube ich, den heutigen Tag soweit abgehandelt. Oder was sagst du? Mhm. Wir könnten höchstens noch... warte mal, wo ist denn der Traktor? Da. Wenn wir gleich spulen, einfach nur mal abends kurz stehen bleiben und nochmal die Milch verteilen. Ja. Das hatten wir nicht mal irgendwie so grob ausgerechnet, alle 2 Stunden müsste dort wieder was rein oder alle 3 Stunden. Gerade bei der Butter war doch relativ wenig Fassungsvermögen, ne? Ja. So, Pferde sind ausgeritten. Arbeite bei der 100%. Sehr schön. Und auch wieder sauber gemacht. Sehr schön. Na, ausgemistet habe ich hier gerade schon. So, ich melde mich mal als Admin an, ne? Mach das nochmal und dann kannst du mal ein bisschen spulen. Klappe auf. Befüllung starten.
Ich komme mal zur Käserei und helfe dir. Ah, warte da. Da. Molker. Käserei. Molkerei, bitte. Magst du ein bisschen schneller voranspulen? Auf 18, 19 Uhr oder so? Ah, passt. Guck mal, das ist die Jutta. Hallo Jutta. Nee, warte mal, das ist ein Bulle. Jutto. Das ist... Nee, warte mal. Die haben alle Hörner. Okay, war doch nicht der Bulle. Das war die Jutta. Okay, wir haben nur Bullen. Das heißt, mit der Milch war es das jetzt. Kriegen wir keine mehr. Schwanzparty. So. Ah, jetzt hab ich die ganze Milch beim Käse reingemacht. Okay. Das ist nicht schlimm. Gibt's keine Butter. So. Und der Schnee ist weg. Wollen wir den Käse einlagern oder wollen wir kurz warten? Ja, ich denke. Ja, du kannst auch einlagern. Ich muss ja eh warten, bis ich ihm die Ziegenmilch geholt habe. So, rechts, links schauen, kommt kein Auto. Wenn man jetzt ein Fahrzeug mit Ladefläche hinten drauf hat. Ja, hätten wir mal so einen Nissan, ne? Ja. Wer hat den verkauft? Du. Oh, kannst du mal nachschauen, wann Bestpreis ist für Wolle zu verkaufen? Wolle. Wolle. Bestpreis. Wolle Petri. Im Februar. Nee, Mai. Entschuldigung, Mai. Okay. Kommst du denn mit dem Fan und der Ladefläche? Mit der Pritsche? Nein, ich komme mit dem Fiat und dem Milchanhänger. Wie kriegen wir den Käse hier weg? Indem du den Fan mit Pritsche holst? Ach, immer ich. Immer auf die Kleinen. Ach Leute, ich wüsste auch nicht mehr, was ich machen soll hier. Vielleicht sollten wir einfach mal eine kleine Spendenaktion starten für eine Packung Taschentücher für den Bischof. Wenn er sich wieder in den Schlaf fallen muss heute. Kann ich mir alleine leisten. Oh. So, Ziegenmilch und Kuhmilch ist entsprechend aufgefüllt. Zumindest das, was wir haben. Hygienebereich, ne? Deswegen fahre ich mit dem Traktor rein. Ja, den Traktor haben wir natürlich vorher sauber gemacht. Desinfiziert. Desinfiziert und der hat auch keinen Ausstoß an irgendwelchen ungesunden Sachen. Der fährt nur mit Luft und Liebe. Das hat die schwarze Rauchwolke gerade aus dem Auspuff bewiesen, ne? Hm? Das hat die schwarze Rauchwolke gerade aus dem Auspuff bewiesen. Nein, das war ein unbekanntes Wetterphänomen. Das war nur zufällig an der Stelle. Ach so. Weißt du doch. Schon klar. So, den Traktor lasse ich mal hier stehen. Am Milchfass. Brauchst du denn noch Hilfe? Bischi. Bischi, also. Man kann dich leider nicht verniedlichen. Du hast schon den I am Ende. Smunkeli. Ja, Smunkeli. So, und ab damit. Butter haben Guck wir mal, das keine. Nee. Das Wetterphänomen kommt wieder. Aus meinem Auspuff. Ja, das ist
Das liegt an deinen Grafikeinstellungen. Ah, ja. So, ich laufe mal hinter dir her und sammle die Käseleiber auf, die du verlierst. Hab ich schon einen verloren? Nein. So, jetzt muss ich nochmal ganz kurz überlegen. Ach, da. Passt du durch die Tür? So, von wegen Hygienebereich und Kühlraum? Der Kühlraum ist ein Kühlraum, kein Hygienebereich. Hier wird keine Lebensmittel hergestellt. Und noch nicht gelagert. Ja, sonst komm her, dann... Lass mich doch mal Anlauf nehmen. Gut, wir brauchen einen Maurer. Die Mauer ist gleich hinüber. Achso, ich glaube, der wird da gar nicht angenommen. Müssten wir mal umstellen. Das mache ich mal eben. Wo war denn das noch? Ja. Wir lagern keinen Salat mehr ein. Käse. Die Tür geht zu. War ich aber nicht. So. Dann werfen wir noch die restlichen Käsestücke in den Trigger. Wunderbar. Machen wir die Tür zu. Ja. Dann würde ich sagen, wollen wir spulen in den nächsten Tag? Gerne machen. Was haben wir denn eigentlich mit unserem neuen Feld so anhacken? Wachstum, es ist, oh, voll gedüngt. Und ja, sieht gut aus. Müssen wir gar nichts machen. Dann was hat denn eigentlich das andere Feld noch gekostet? Die Parzelle 5. 150. Also bräuchten wir 154.000, also sagen wir mal 155.000, um beide Felder zu kaufen. 255. Habe ich doch gesagt. Nee, du hast 100.000 unterschlagen. Oder Feld 14, Parzelle 14. Da ist auch noch Gerste drauf, ne? Genau. Dazu müssten wir auch den Schrebergarten verkaufen. Parzelle 4, Parzelle 14. Fällt. Das ist voll gedüngt. Ja, sieht auch gut aus. 3 und 7. Beziehungsweise 4 und 14. In welcher Ansicht man ist. Das dafür würde ich aber, wie gesagt, ich würde dann aber Dings verkaufen, ne? Weil wir brauchen noch den Ladewagen. Denk dran. Ja. Und ich will halt ungern über die 200.000 Kredit drüber hinaus. Ja, wir können natürlich auch einen Schrebergarten erst einmal abstoßen. Heißt nicht, dass wir in Zukunft nicht nochmal so durchstarten. Ich glaube, wenn wir ja, zwei gut. Felder stattdessen haben, bringt uns das schon deutlich mehr, ne? Ja, dann verkaufe ich das, den Schrebergarten jetzt. Ja, verkauf mal. Wollen wir jetzt gleich die Felder kaufen oder später? Ich sag mal, wir haben Zinsen 666 Euro im Monat bezahlt. Ist jetzt nicht die Welle. Ja, können wir auch später machen. Also wir haben ja auf den Feldern nichts zu tun. Wir können einmal ganz kurz nachschauen, gemeinsam mit euch, wann denn Erntezeitpunkt ist. Gerste wird geerntet im Juni. Juni, Juli. Also spätestens im April. April, Mai. Ja. Genau. So, dann spulen wir mal ein bisschen schneller. Mach ich mal den einen Traktor noch weg, der hier steht. So, haben wir wieder Milch?
655 Liter Kuhmilch und 313 Liter Dingensbummens Gärung Käse. Ja, kannst du gerne in die Käserei bringen. Ja. Hängt das Fass noch an dem Traktor dran? Das Fass hängt noch an dem Vieh dran, ja. Steht im Kuhstall. Und ich versuche hier mal wieder rückwärts einen Anhänger einzuparken. Das sagt, glaube ich, schon alles. So, ein bisschen aufräumen auf dem Hof, muss auch mal sein, nachdem wir alles hier so stehen gelassen haben. Kommst du es hin? Ich hoffe. Beladen tue ich das ja von außen, ne? Bei der Käserei. Ja, Molkerei. Ja, also da, wo Käse hergestellt wird bei uns. Ja. Molkerei. Heißt das Ding Molkerei? Ja, kann auch sein. Ja, genau. Vorne ist da so ein kleiner. Da kannst du das entladen. Das ist aber dann nur für die Käseproduktion. Wo ist das für die Butterproduktion? Innen drin. Kannst aber rückwärts mit dem Anhänger reinfahren. Guck mal, hier oben, da steht Käserei dran. Luis, ich glaube, dein Telefon geht gerade. Kann das sein? Ach, das ist Musik hier im Hintergrund bei uns. Ah, okay. Ja, 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 ja. Ja, irgendwann müssen wir auch mal uns überlegen, ob wir einen größeren Anhänger brauchen. Ja. Ja, zum Wegfahren von Sachen. Ob es Silage ist oder. So, ja. Nachher Getreide und sonst was. Aber an sich reichen die ja erstmal aus, die beiden. Wobei ich davon auch bloß einen bräuchte, jetzt gerade momentan. Ich wüsste nicht, wozu wir zwei brauchen. Ja, das sind zwar denn 24.000 Liter, die wir durch die Gegend chauffieren können. Ja, aber gerade dadurch, dass wir. Den Nissan nicht mehr haben mit dem Anhänger, können wir einen auch theoretisch umkonfigurieren als Plattform. Das stimmt allerdings. Ne, halt, warte mal, wo habe ich die Milch bei den Ziegen hergekriegt? Das war drinnen, ne? Ja, drinnen. Können wir eigentlich auch wegbringen. Was wir gerade sauber gemacht haben. So, im Fahrsilo haben wir nichts mehr drin, ne? Das haben wir komplett ausgeräumt, ne? Ja. Autofahr. Komm. Fahr dich. Genau. Aber eigentlich müssen wir uns einen neuen Platz bald suchen für unser Mähwerk. Warum? Wenn wir dann ab Sommer
Das Näheres an Bier produzieren, können wir den Unterstand wunderbar nutzen, um die Hopfenballen und sowas zu lagern. Ja, eigentlich ist das Mehlwerk ja auch vorne, mit auf der anderen Seite. Ja, aber jetzt haben wir es aber hier hingestellt. Nee, das haben wir auch drüben hingestellt. Oh. Das einzige Mehlwerk, was da drüben stand, das war das Heckmehlwerk. Falls Sie sich entsinnen können. Dann stelle ich es halt rüber, wenn der Herr dann zufrieden ist. Nö. Und wo möchten Sie es hin haben? Drüben. Ja, wo drüben? Da auf der anderen Seite. Oh. Also, wenn ihr noch dran geblieben seid, Respekt. Ich glaube, ich werde jetzt gleich hier weggehen. So, dann verstecke ich es hier. Dann wirst du es dann nie wieder finden. Das ist in Ordnung. Dann musst du halt Rasen mähen. Nein. Nein. Den Tank, den Milchtanker, den würde ich hier drüben bei der Käserei stehen lassen. Ist das okay für dich oder soll ich ihn drüben hinstellen? Stell doch einen Stall wieder. Oder so. Da wo du ihn her hast. Ordnung und so. Da kannst du Kälber reinmachen. Kälberzucht. So. Ne? Ich bin gegen eine Mauer gerannt. Zurück. Was noch? So, dann geht's mal vor bis 7 Uhr. Genau, spulen wir vor bis 7 Uhr. Naja, ist um 8 Uhr. Ja, das ist ja auch in Ordnung. Und dann würde ich sagen, machen wir hier an dieser Stelle beim nächsten Mal weiter. Denn die Folge ist schon wieder vorbei. Ja, ich sehe es gerade. Dann. Mach mal Taschenlampe auf, Batterie sparen. Ihr wisst, was zu tun ist. Siehst du nicht? Du wirst geblendet durch meine Schönheit. Ja, wir beenden die Folge jetzt. Genau, freut mich, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Schalte beim nächsten Mal unbedingt wieder ein. Ja, und ansonsten Daumen da lassen, Abo da lassen, unbedingt einen Kommentar da lassen. Und die Glocke nicht vergessen. Ring, ring. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und ja, bis morgen zur nächsten Folge. Ja, bis dann. Ciao. Ciao.